Hallo liebe Christusgemeinde, liebe Freunde der Christusgemeinde, liebe Besucher. Wir haben bisher unsere Gottesdiensttickets über eine Plattform namens Biletto vergeben und wir wollen das nun ändern. Wir steigen um auf eine neue Plattform und wie ihr da eure Tickets bekommt, das zeige ich euch jetzt. Und zwar geht ihr einfach zu eurem Browser, ich nehme euch mal mit, und in eurem Browserfenster hier oben gebt ihr ein cg.church-events.de und dann kommt ihr auf die Ticketseite unserer Gemeinde. Und das ist auch wirklich nur unsere Gemeinde. Ihr müsst nicht wie bei Biletto gegebenenfalls suchen oder erst auf die Plattform gehen und dann auch die Gemeinde eingeben, sondern wenn ihr cg.church-events.de eingibt, dann landet ihr genau hier. Und hier findet ihr alle anstehenden Veranstaltungen und könnt hier Tickets buchen. Das Schöne ist, ihr seht, worum es sich handelt, um ein Seminar oder ein Gottesdienst. Das wird hier kategorisiert. Und ganz besonders schön ist auch, dass ihr seht, wie viele Tickets noch verfügbar sind. Denkt dran, wenn ihr es eingebt, dass ihr nicht www eingebt. Wir hatten da am Anfang Flyer für dieses Seminar hier. Da stand es falsch drauf. Also ohne www eingeben, CG Pforzheim. church-events.de und dann landet ihr hier. Wenn ihr auf jetzt buchen geht, dann findet ihr hier nochmal unseren normalen Text. Da sind alle wichtigen Informationen für euch drin und dann meldet ihr euch an mit Vor- und Nachnamen und eurer E-Mail-Adresse. Ihr müsst weder Telefonnummer noch Adresse noch irgendwas angeben. Das ist kein Problem. Miriam, man muss auch seine eigene E-Mail-Adresse kennen. @cg-pforzheim.de. Und ich, nur um es euch zu zeigen, buche ich mal 2 Tickets für einen imaginären Max Mustermann-Schaub. Und dann bucht ihr eure Tickets. Es gibt keine App dazu. Ihr kriegt eine E-Mail, in dessen Anhang ist ein QR-Code oder ein Teil davon. Das kann ein paar Minuten dauern und falls ihr nichts bekommt, guckt bitte in euren Spam-Ordner. Es kann sein, dass es da falsch landet. Genau, bringt den QR-Code bitte mit in die Gemeinde, sei es im Handy als E-Mail-Anhang oder ausgedruckt und wir scannen euch wie gewohnt ein. Also es ändert sich gar nicht so viel und auf unserer Homepage werden auch die Links entsprechend geändert. Heißt, wenn ihr über die cg-pforzheim.de Homepage geht, dann landet ihr auch genau hier. Bei Fragen wendet euch einfach an mich, aber ich glaube, ihr seid mittlerweile ja wirklich alle geskillt und könnt das bedienen. Also, bei Fragen melden, ansonsten cg-pforzheim.church-events.de.